Um diese Zeit des Jahres denken wir gerne darüber nach, was im kommenden Jahr anders, besser, intensiver werden darf. Was darf mehr Beachtung finden, woran möchten wir arbeiten? Anerkennung ist im sozialen Kontext ein ganz wichtiges Bedürfnis. Das kennen wir von uns selbst. Fehlt die Anerkennung, reagieren wir mit Verunsicherung und auf die Dauer macht uns das ziemlich unglücklich. Erleben wir dagegen ehrliche Anerkennung, Wertschätzung, die auch ausgedrückt wird, dann lässt uns das zu ungeahnter Größe heranwachsen und es tut uns einfach sagenhaft gut. Nach allem, was wir über Hunde wissen, dürfen wir getrost annehmen, dass es ihnen ähnlich ergeht. Oft stecken wir in irgendeinem Trainingsthema, weil unser Hund zum Beispiel Terror macht, wenn er andere sieht, sich nicht benehmen kann, wenn Gäste kommen oder beim Spaziergang am liebsten ohne uns sein Ding machen möchte. Und manchmal kommen wir einfach nicht so voran, wie wir es uns vorgestellt hatten. Das sollte uns aber nicht daran hindern, anzuerkennen, was unsere Hunde tagtäglich leisten. Sie lernen so vieles, was aus ihrer Sicht gar nicht naheliegend oder logisch ist. Sie machen unser Leben mit, so gut sie können. Sie passen sich an, sie fügen sich ein und sie sind jeden Tag erneut bereit, sich auf uns und unsere verrückten Ideen einzulassen. Alles das dürfen wir anerkennen und wertschätzen, denn es ist keinesfalls selbstverständlich. Der heutige Vorsatz lautet: Ich anerkenne die Leistungen und Bemühungen meines Hundes und freue mich darüber.